Manchmal hat die Wissenschaft schon sehr früh wichtige Erkenntnisse gewonnen, die unumstößlich sind, wie zum Beispiel bei der Evolutionstheorie, das, was Charles Darwin dort erforscht hat, oder die physikalischen Erkenntnisse von Isaac Newton. Aber manchmal muss auch alles wieder umgeworfen werden. Bei den Dinosauriern könnte das jetzt der Fall sein. Was ein britisches Forscherteam im wahrsten Sinne des Wortes Umstürzlerisches herausgefunden hat, das jetzt bei Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Geschichte der Dinosaurier muss umgeschrieben werden, ja, und das ist wirklich kein übertriebener Quatsch. Wenn es nach dem Forscherteam um Matthew Barron von der renommierten englischen University of Cambridge geht, dann muss der Stammbaum der Dinosaurier schlichtweg umgeschmissen werden. Er ist falsch, davon sind die Wissenschaftler überzeugt. Erstmal zu den Dinosauriern. Sie existierten ja schon vor rund 235 Millionen Jahren bis zu 66 Millionen Jahre vor unserer Zeit, also ein Vielfaches mehr als wir, quasi unfasslich viel mehr als die Menschen. Der existiert nämlich so etwa 200.000 Jahre, also auf das Alter der Erde von 4,6 Milliarden Jahren lächerlich lang. Da haben die Dinos schon etwas mehr zu bieten. Die Forscher unterschieden bisher zwei Gruppen, die Vogelbeckendinosaurier und die Echsenbeckendinosaurier. Schon da liegt der Hase im Pfeffer, denn die Vogelbeckendinosaurier gelten als fehlbenannt. Bisher waren die Forscher der Ansicht, die Vögel stammen vom Theropoden, einer Unterart der Echsenbeckendinosaurier, ab, zu denen zum Beispiel der Tyrannosaurus Rex gehört. Aber jetzt wird alles anders, wenn die Forscher recht haben. Was ist also geschehen? Die Forscher hatten Übereinstimmungen der Dinos über die verschiedenen Äste der Dino-Stammbäume festgestellt und wurden stutzig. Wie können sich Dinos ähnlich sein, die eigentlich aus einer ganz anderen Linie des Stammbaumes stammen? Was machen Forscher in einem solchen Fall? Sie forschen. Hier haben sie einfach wieder bei Null angefangen und 74 Saurierarten erneut umfangreich analysiert. 457 anatomische Merkmale haben sie dabei detailliert angeschaut und dabei Erstaunliches zutage gefördert, nämlich alles ist anders. Die Theropoden sind einfach falsch eingeordnet. 21 Merkmale ihres Skeletts stimmen nicht mit den Echsenbecken, sondern mit den Vogelbeckendinosauriern überein. Das löst auch das Vogelparadoxon. Endlich wären die Vögel mit den Vogelbeckensauriern verwandt und nicht mit den Echsenbeckendinosauriern. Zitat: Die Auswirkungen dieser neuen Sichtweise sind so überraschend wie tiefgreifend, denn jetzt sind die Vogelbeckendinosaurier erstmal direkt mit den Vorfahren der heute lebenden Vögel verknüpft. So Co-Autor David Norman von der University of Cambridge. Aber es gibt noch zwei neue Thesen der neuen Dino-Studie. Die Dinos existieren schon seit 247 Millionen Jahren, also etwas länger. Und sie sind nicht auf dem südlichen Teil des Urkontinents in Gondwana, sondern auf dem nördlichen Teil Laurasia entstanden. Zitat: 130 Jahre lang hatten Paläontologen eine bestimmte Vorstellung von der Phylogenie der Dinosaurier, doch unsere Forschung spricht dafür, dass wir die evolutionäre Geschichte dieser Kreaturen neu betrachten müssen, so der Forscher. Wenn unser Vorschlag die akademische Prüfung übersteht, dann müssen alle wichtigen Lehrbücher neu geschrieben werden. Es könnte also tatsächlich passieren, dass unsere Lehrbücher umgeschrieben werden müssen. Die Methodik der Arbeit wird jedenfalls nicht in Zweifel gezogen, sondern ihr wird von Kollegen absolute Seriosität bescheinigt. Jetzt gilt es allerdings, die Studie durch weitere Fossilanalysen zu bestätigen. Oder eben nicht. Wahnsinn. Jetzt müssen echt die Schulbücher umgeschrieben werden, wenn das so stimmt. Den Satz sagt man wirklich selten: Die Geschichte der Dinosaurier muss umgeschrieben werden. Ja, spektakulär. Spektakuläre Videos gibt es übrigens hier, Best of Klicksum, unbedingt ansehen, also draufklicken. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge, einfach klicken und vergesst nicht, mir danach einen auf die Glocke zu geben. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.